Ist das jetzt unser erster Befehl? Die Ausbilder aufsuchen? Riskieren wir mal nichts und fragen mal nach den Ausbildern. Diese Klingenagenten bieten Ausbildung an. Natürlich nicht umsonst, aber für Mitglieder zu einem günstigen Preis. Haltet hier in Balmora Ausschau nach Rislin, Thyamalin und 9C. 9C? Ha. Es gibt auch noch Ausbilder in Caldera, Aldrun und in Sedanin. Okay, Aldrun und Caldera kennen wir ja noch nicht, aber in Sedanin. Die Kundschafterin Elone, bei der waren wir doch schon, in Arillis Handelshaus. Okay, aber sag uns erstmal was über diesen 9C. Um zum Jäger 9C zu gelangen, verlasst mein Haus in Richtung Süden. Geht nach rechts die Stufen hinunter, dann nach links und in Richtung Süden. Seine Tür ist auf der linken Seite. Okay. Rislin? Der Krieger Rislin wohnt zwei Häuser südlich von hier, im oberen Stockwerk. Oh, das ist ja nicht wirklich schwer zu finden. Thyamalin? Der Heiler Thyamalin lebt zwei Häuser weiter südlich, im Untergeschoss. Okay, dann gehen wir doch erstmal zu diesem 9C, weil das ja etwas komplizierter ist, und danach zu den beiden. Verlasst mein Haus in Richtung Süden, geht nach rechts die Stufen hinunter, dann nach links und in Richtung Süden. Und dann wieder links. Na gut, also wir gehen jetzt zu diesen drei Ausbildern und melden uns dann wieder. Das wird hoffentlich in Ordnung sein. Also, verlasst dein Haus in Richtung Süden. Dann rechts die Treppe runter. Dann links rum. Und wieder links. Okay. Hier müsste also dieser 9C sein. 9C. Ernsthaft? Du hast 6 Zehen und heißt 9C? Oh Mann. Willkommen, Neuling. 9C ist mein Name. Jäger ist mein Beruf. Ich wäre glücklich, einem weiteren Mitglied der Klinge einen kurzen Ratschlag zukommen zu lassen. Oder einige Morrowind-Legenden zu erzählen. Wie schaut es mit der Ausbildung aus? Die Grundlagen zu lernen kostet nicht viel. Eine fortgeschrittene Ausbildung ist allerdings teuer. Ein erfahrener Schüler stellt höhere Anforderungen. Vielleicht kann ich euch helfen. Hier ist etwas Mondzucker? Das werden wir doch bestimmt wieder gleich bei Kaios abgeben müssen, oder? Der Handel mit Mondzucker und Skooma ist illegal. Die meisten Alchemisten und Tränkemischer werden nichts davon kaufen. Khajiit normalerweise schon. Geht zu Ajira bei der Balmora Magiergilde oder zu Ravir, dem Händler in Balmora. Verkauft den Zucker und beginnt zu sparen. Hm. Okay. Was für eine Ausbildung bietest du denn an? Athletik, Illusion und Schleichen. Athletik und Schleichen wäre für uns zwar schon interessant, aber es ist ziemlich teuer. Na gut. Kannst du uns etwas über Caius Cosales sagen? Er ist in Ordnung. Vielleicht ist er ein wenig griesgrämig und macht sich viele Sorgen, aber beherrscht seine Arbeit und lässt uns in Ruhe unsere machen. Okay. Was kannst du uns über die Klingen sagen? Auch ich bin eine Klinge. Und wie ihr Caius unterstellt, ihr könnt mein Bett benutzen, wenn ihr ruhen müsst. Aber bitte lasst meine persönlichen Sachen liegen. Ja, okay. Und über dich? Ja, ich bin 9C. Hm, immer noch sehr skurril der Name. Aber gut, verabschieden wir uns erstmal von ihm. Komischer Kauz. Aber gut, schauen wir uns kurz bei den anderen um. Das war zurück bei Caius und dann zwei Häuser südlich. Also eins, zwei. Das war's. Sie ist zu weit gegangen. Ihr werdet sie entehrt vor dem Rat stehen sehen. Ja. Was? Wovon faselst du da? Seid ihr an einem Gespräch interessiert? Ja. Du redest anscheinend auch gerne mit dir selber, hm? Willkommen, Neuling. Thyamalin ist mein Name. Heiler ist mein Beruf.
Ich wäre glücklich, einem weiteren Mitglied der Gilden einen kurzen Ratschlag zukommen zu lassen. Okay. Du bist also auch ein Ausbilder. Eine Ausbildung und grundlegende Fertigkeiten ist billig. Wir geben den oberen Rängen der Klingen Rabatt und unsere Preise sind niedrig. Aber eine fortschrittliche Ausbildung ist niemals billig. Nicht einmal bei uns. Um euch einen Einstieg zu verschaffen, hier ist mein alter Destillierkolben. Erst kriegen wir Mondzucker geschenkt und jetzt einen Destillierkolben? Sollen wir gleich Skuma herstellen oder wie? Vielleicht könnt ihr dafür ein paar Draken erhalten oder ihn selbst verwenden. Oh, wir dürfen ihn verkaufen? Okay. Kannst du uns etwas über die Kriegergilde erzählen? Die Kriegergilde in Balmora ist an der Handelsstraße westlich des Flusses, zur Rechten, wenn ihr vom Platz aus nördlich geht, nahe dem Südtor und dem Schlickschreiterhafen. Aedes Feuerauge ist die Kämmerin. Sucht nach ihr, wenn ihr der Kriegergilde beitreten wollt. Okay, alternativ wäre noch die Legion interessant, aber da scheint er nichts drüber zu wissen. Und da er der Heiler ist, wird er uns nichts Ordentliches beibringen können. Also verabschieden wir uns mal. Aber um einen Destillierkolben reicher. Das ist doch schon mal gut. Und hier oben soll jetzt die Kriegerin wohnen. Bist du die Kriegerin? Nein, anscheinend nicht. Dann entschuldige uns mal. Ich höre eure Worte. Ich glaube, ihr werdet hierher passen. Ihr habt mich schon für euch eingenommen. Das ging ja schnell. Hallo. Willkommen, Neuling. Rislin ist mein Name, Krieger ist mein Beruf. Ich wäre glücklich, einem weiteren Mitglied der Klinge einen kurzen Ratschlag zukommen zu lassen. Was für ein Ratschlag wäre das denn? Wenn ihr jetzt Hinterland aufbrecht, solltet ihr stets einige Tränke für Lebensenergie, Ausdauer gegen Krankheit und zur Pest heilen mitnehmen. Das klingt ziemlich beunruhigend. Vor allem, weil hier auch fast jeder am Husten ist. Na gut, aber du bist eine Ausbilderin. Ja, wir machen unsere Gewinne nicht auf Kosten der Mitglieder der Klingen. Und je höher der Rang, desto größer die Rabatte. Doch wir müssen auch leben und Ausbildung ist nicht billig. Nun, die Grundausbildung der Fähigkeiten kann sehr günstig sein. Doch die fortgeschrittene Ausbildung, etwa in eurem Hauptdisziplin, kann kostspielig werden. Hier, ich benutze diesen Kyras nebst Helm nicht mehr. Vielleicht bekommt ihr ein paar Draken dafür, die ihr in eure Ausbildung stecken könnt. Also man kann nicht sagen, dass die hier zimperlich sind mit den Draken. Ein Destillierset, 4 Mondzucker und ein Stahlkyras und Stahlhelm haben wir schon geschenkt bekommen quasi. Dafür werden wir zwar an der Leine gelassen, aber anstatt an der goldenen Leine. Wie schaut es mit Ausbildung aus? Langwaffen, Blocken und mittlere Rüstung. Dann zeig uns doch mal ein, zwei Tipps mit dem Blocken. Das ging ja schnell. Vielen Dank. Dann sollten wir mal zurück zu Kaios gehen. Unter Sonne und Himmel, unsere wärmsten Grüße. Ja, dir auch. Also wir kriegen Ausrüstung hinterhergeworfen, haben den Zugang zu allen möglichen Ausbildern. Also bisher klingt das alles recht interessant. Gucken wir, was für Befehle er jetzt für uns hat. Befehle. Also Pilger, ihr seid neu und das sieht man. Hier sind 200 Draken. Schon wieder. Also schon wieder, dass wir irgendwas bekommen. Besorgt euch eine vernünftige Waffe, eine Rüstung oder einen Zauber. Gebt euch als Abenteurer aus. Davon gibt es hier viele. Ihr könnt der Kriegergilde beitreten oder der Magiergilde oder dem kaiserlichen Kult oder der Legion. Dort aufsteigen, eure Fähigkeiten verbessern und Erfahrungen sammeln. Oder sucht Arbeit auf eigene Faust. Dann, wenn ihr bereit seid, kommt zurück und ich werde Befehle für euch haben. Also sind wir jetzt wieder frei, in Anführungszeichen? Das war ja nicht wirklich schlimm. Das hätte uns auch ruhig der Schatten sagen können. Okay, was ist mit der Legion? Die kaiserliche Legion hat diverse Garnisonen hier in Wardenfell. Die unteren Ränge befassen sich mit der Vollstreckung des Gesetzes, Eskortierung, gefährliche Raubtiere, Krankheiten und kranke und pestkranke Tiere und so weiter.
nur eine Festung im Trikuten an, die Darius-Festung in Gnissus. Gnissus ist ein Außenposten an der Grenze, abgelegen ein wenig rau, doch eine gute Erfahrung. Wenn ihr interessiert seid, sprecht mit General Darius in Gnissus. Die Darius-Festung wurde nach General Darius benannt. War gut. Also Kaiserliche Legion klingt interessant. Der kaiserliche Kult ebenfalls. Die neuen Götter werden vom kaiserlichen Kult angebetet. Die Edra, Akatosh, Dibella, Akai, Zenita, Mara, Stenda, Kinneres und Julianus und Tiber Septim, der das Kaiserreich gründete und es beschützt. In Morrowind ist es teils die Aufrechterhaltung des Glaubens für Fremdländer wie uns und teils ein missionarischer Kult, der die heidnischen Dunmer-Erleuchtung bringt. Redet mit Sumitus Wunnis in der Mondfalterfestung, um beizutreten. Doch ihr müsst nach Ebenherz, um Laiendiener zu werden. Das wäre wahrscheinlich sogar eher was für uns, da wir uns im Kampf noch nicht so gut auskennen und in dem Kult wahrscheinlich eher andersartige Aufgaben erfüllt werden müssen. Was hat es mit diesen Laiendienern auf sich? Laiendiener dienen dem kaiserlichen Kult, indem sie verschiedene Aufgaben verrichten. Nicht sehr aufregend, aber sicher, ehrenhaft und bereichernd. Zuerst müsst ihr dem kaiserlichen Kult beitreten, dann könnt ihr euch in den Kapellen des Kaiservolkes in Ebenherz um Arbeit bewerben. Sprecht mit Synolian Tunifus, um Laienheiler zu werden. Sprecht mit Iulius Truptor, um Almosen für den Tempel zu sammeln, oder mit Kite, um Schreinwächter zu werden. Die Arbeiten, die sie verrichten, sind am gefährlichsten. Heiler? Almosensammler oder Wächter? Almosen sammeln dürfte für uns doch nicht allzu schwer sein. Ein bisschen zwinkern und das klappt schon. Was hast du uns eigentlich zur Diebesgilde zu sagen? Das Kaiserreich hat viele Gebiete, in denen die Diebesgilde eine mehr oder weniger organisierte Gruppe von ansässigen Verbrechersyndikaten ist, die im illegalen Handel in ihren Gemeinden lenkt. Hier in Morrowind ist die Diebesgilde neu. Die etablierten ansässigen Verbrecher nennt man Kommunatong. Die Diebesgilde wirbt nicht für sich, teils wegen des Gesetzes und teils wegen der Kommunatong, die geschworen hat, sie zu vernichten. Honigmunterbasi drüben im Südwall ist die Anführerin der örtlichen Gilde. Also er scheint ja recht offen zu sein, was die Diebesgilde angeht. Da könnten wir uns also auch umhören. Ja, sehr gut. Dann bedanken wir uns erstmal für die ganze Ausrüstung und das Geld. Und machen uns auf. Zuallererst allerdings zu einer ordentlichen Taverne. Also die Südwall-Taverne, da war ja die Diebesgilde. Können wir da auf schlafen? Können wir ja mal gucken. Weil die andere Taverne war ja nicht so wirklich freundlich. So, der Besitzer. Ich höre. Hallo? Wir vermieten Betten. Oh, das ist sehr gut. Ja, es ist eins frei. 10 Draken. Nun gut, das Bett gehört euch für heute. Die Tür dort hinten ist nicht verschlossen. Ich vertraue darauf, dass Balmora euch gut behandeln wird. Die Tür da? Okay. Das war jetzt hoffentlich ein Scherz. Oh, oder er meint die Tür. Hehe. Ja, schon gut. Schnell zumachen. Also nicht ganz so schön wie in Pelagiat, aber besser als da drüben in der anderen Taverne. Ja, sehr schön. Also ein produktiver Tag, auch wenn der Schreck am Morgen nicht hätte sein müssen. Jetzt wissen wir zwar immer noch nicht, was genau wir hier tun sollen, aber wir haben Ausrüstung hinterhergeworfen bekommen und Draken und sollen jetzt wohl erstmal eine Weile auf eigene Faust durch die Gegend streifen und uns dann wieder melden. Das klingt soweit ja sehr gut. Na gut, dann schlafen wir erstmal und morgen schauen wir weiter. Entweder hier zur Diebesgilde, vielleicht zur Imperialen Legion, vielleicht zum Kult oder zur Kriegergilde. Uns steht da ja alles offen.